Herzlich willkommen zurück zu Diablo 3 mit Volva und Olli89 und einem Raben, den ich mir gekauft habe. Den habe ich mir nicht gekauft. Ist jetzt immer dabei? Ja, weiß ich nicht. Bis der stirbt wahrscheinlich. Keine Ahnung. Sieht doch schön aus. Das ist, weißt du, das ist die größere Version von der Stubenfliege, weil du stinkst. Deswegen fliegt er die ganze Zeit bei uns mit. Aha. Verstehst du? Mhm. Guck. Boah, ich hoffe, immer, das er kommt ja die ganze Zeit hinterher. Ja, jetzt komm, hör auf zu spielen mit dem schwulen Vieh und komm hier. Red mit dem, Karawanenmeister. Wir nach Caldeum aufbrechen, mein Freund. Ja, Akt 2, Leute. Los geht's. Wie jetzt? Ja. Okay, haben wir noch ein bisschen Zeit. Also, Ja, und was können wir denn noch... Jo, Olli, was hast du heute so gemacht? Ich hab noch Zeit, ich geh noch ein bisschen auf die Lea. Komm, ja, du hast recht. Du schaffst in 16 Sekunden, bist du fertig. Das ist wahr. Ich bin ein Mönch, der Abstinenz lebt, ja? Hä? Ich bin ein Mönch, der Abstinenz lebt. Ich werd schon geil, wenn der Wind bläst. Komm, Ruhe jetzt. Filmsequenz bestimmt. Psst. Es waren nur Geschichten. Mein Onkel hat gesehen, was er wollte. Deckard hat viel geopfert, um diese Welt zu schützen. Sein Werk ist nicht vollendet. Was wisst ihr schon von Aufopferung? Tyrael! Das uralte Gesetz der Himmel untersagt uns strikt, uns in die sterbliche Welt einzumischen. Und doch habt ihr es getan. Schamlos! Mein einziger Wunsch, Imperius, ist Gerechtigkeit. Während ihr euch feige hinter eurem Thron versteckt. Schweigt! Ihr werdet nun für eure Vergehen büßen. Mich nicht richten. Ich bin die Gerechtigkeit selbst. Wir sind zu Höherem bestimmt, dazu die Unschuldigen zu schützen. Aber wenn unsere Gesetze euch alle zur Untätigkeit verdammen, werde ich nicht mehr euer Bruder sein. Ihr wolltet ein Sterblicher werden? So bin ich gefallen, freiwillig. Die Menschlichkeit, die einzige Hoffnung für diese Welt ist. Ich habe sie nie geglaubt. All deine Geschichten, all die Arbeit, nie vollendet. Sie vollenden. Ich führe sie für dich fort. Weil du hast es doch schon gesehen, oder nicht? Ich nicht. Also ich muss sagen, die Filmsequenz war am Anfang wie. Die sind ziemlich gut gemacht. Ja, die sind schick, schon nichts anderes behauptet. Ja. Nun, da Tristram sicher ist, reise ich nach Caldeum.
der großen Stadt des Ostens. Sie ist einem der letzten Herrscher der Hölle in die Hände gefallen. Belial. Ich werde sie von ihm befreien. Ja. Mach ich. Ich auch. Ja, aber weißt du, wer am meisten dazu beiträgt? Dein Rab. Er! Zack! Das sah aus, hätte ich den ausgekotzt. Den Arm geschüttelt. Nee, jetzt sah wirklich aus, als hätte ich den gerade. Da ist er. Ich weiß gar nicht, was der macht. Ich der sehe FC keine. Der FC hat gegen Dings gewonnen, gegen Bonn, ne? Oh, Testspiel gewonnen, ja, geil. Das ist ein Knaller. Und das hier, das. Was machst du? Ach, das hast du noch gar nicht, da kannst du gar nichts machen, oder? Was? Kannst du schon hier bei der Frau was machen? Was für eine Frau? Da ist keine Frau. Oh, okay. Du bist noch nicht so weit, bei mir ist halt ein Diamantenhändler. Hallo, wieso geht hier das Ding nicht auf? Was für ein Ding? Ja, hier der Wegpunkt. Na, ist ja auch egal. Hallo, Templer. Schreiß mal zu Man dir, Man sucht oder? Es sich nicht einfach Ach, aus, Dämonenjäger zu Geht werden. Geht nicht schon wieder mit dem. Noch mehr sind wir überlebt. Hier, kleine Mädchen, cool, hat coole In Sachen. Der Tat, Disziplin liegt allen großen Bestrebungen zugrunde. Ja, es war Disziplin. Durch die tiefen Inneren, denke ich, habt ihr Angst, dass Leute, ihr lest mit, wenn ihr das euch das interessiert. Ich drück durch. Lüge zu sagen. So. Interessiert? Warte, kleine Mädchen hier. Krümelchen. Ich kann gar nicht glauben, Händler? Was die Leute alles wegwerfen. Wie jetzt? Wollt ihr etwas davon kaufen? Die hat aber coole Sachen. Die hat so, richtig geile Armschienen. Du kannst mal eine 40er haben, wenn du willst. Aber ich brauche keine Intelligenz. Ich, hey, glaube, ich habe eine 30er. Ich habe ein paar neue Ich habe eine Dings. Ich habe eine 40er jetzt hier. Willst du haben? Echt? Ja. So. Nehm ich. Nimm. Schenke ich dir. Ich bin so nett. Ach so. Ne, da hab ich 44er. Du meinst Armschienen. Du hast den Schulterschutz. Armschienen habe ich gemeint. Hier kannst du wieder zurück. Ja. Danke. So. Warte mal. Hier ist die Truhe. Okay. Ach, hier ist der Schmied. Hat er jetzt irgendwas anderes hier, der Schmied? Ne? Boah, ich weiß es gar nicht. Da habe ich ehrlich gesagt nie wirklich drauf geachtet. Naja, die macht dieselbe. Oh! Oh! Ich kann mir selten einen Kopfschuss machen. Was? Den mache ich. Da brauche ich zwei. Der hat drei mehr. Richtiger Stahlheld? Nein. Haube, was kannst du dir machen? Warte. So eine Kriegshaube des Gesellen. Ah, super, die kann ich mir nicht herstellen. Ja, die geht erst mit 17. Ja, ich ist ein seltener Kopfschutz. 54 plus 4 zufällige magische Eigenschaften. Ich baue sie mir trotzdem schon mal. Das kann halt mir so schwer lang dauern, bis ich da mal angekommen bin. Oh, mein Kopf! Jetzt habe ich einen Purzel um den Kopf. Ein Purzel! Ah, ich brauche so scheiß Zähne. Nein, nicht. So. Ja, den tun wir gleich verkaufen. Kann ich den jetzt auch irgendwas herstellen? Hier wahrscheinlich nicht, hä? Dreieckschild will ich nicht. Haube des Lehrlings jetzt sowieso nicht mehr. Stiefel nicht. Nein. Ist irgendwas nicht. Oh, hier. 48er. Jawohl. Magischer Schulterschutz. Moment mal. Jetzt komm ich aber auch mal gucken. Ist alles 17 oder was? Mhm. Jawohl, ich verändere mich voll. Mein Aussehen verändert sich. So, hier kann ich nix. Haube des Lehrlings jetzt auch nicht mehr. Handschuhe. Was kannst du denn für Schulterschutz machen? Ich kann da gar nichts machen. Ja, doch, 48er. Oh, die stellst du jetzt aber auch her. Oh, 22er brauche ich da. 25. 29. Die sind schlechter als meine. Die verkaufe ich mir. Die kann er ja zurückhaben. Hier, komm, Sack. So. Jetzt gehe ich wieder an meine Truhe. Pack den ganzen Scheiß wieder zurück. Verkauf dann noch den einen Kopfschutz, für den ich wahrscheinlich 5 Gold bekomme. Kann ich den bei der Kleinen verkaufen? Wahrscheinlich, ne? Okay, ja. Die zahlt mit harter Währung. Ja. Oh, 6 Gold. Ich bin reich. Ja! Und wenn du eine Fahrschule brauchst, sag Bescheid. Habe ich jetzt einen scheiß Kopf. Scheiß. Und der Schulterschutz sieht ja auch mal behindert aus, ey. Sag mal. Ja. Naja, komm. Hauptsache, ich hab einen Raben. Ich hab einen Raben. Ach, hier ist er. Was bist du denn für eine?
Oh, ein Sonnenhändler, ne? Was ist der denn? Ich war in meinem ganzen Leben noch nie außerhalb der Stadt. Ich war ja noch nicht einmal außerhalb des Palastes. Wie sieht die denn aus? Sind wir hier Star Wars? Haben, ey, der Typ, der hat so viele Sachen für dich. Sterben. Eine 22er Armbrust. Vor Angst. Aber inzwischen seht euch doch nur diese Landschaft an. Der war wahrscheinlich der Arsch. Immer wieder nicht. Warst du da auch ein Händler? Hm? Ein Heiler ist hier noch. An den meisten meiner Waren klebt fast kein Blut mehr. Oh, ich hab 20,9 nur. Oh, 22,6. So, komm, red mal hier mit der Alten. Der ist ein Kala. Nee, warte, ich bin mir gerade die Armbrust hier am Kaufen. Die ist gut. Die will ich haben. So. Zack. 22,6. Komm, ich will aufleveln. Ich will mir die neue Krone aufsetzen. Ja, sonst ist auch nicht so der Knaller hier. Weil der hat auch Ringe, ne? Hast du, und Amulette? Ich hab doch gar kein Amulett. Was plus hat der Amulett? Intelligenz. Ach, plus, der hat plus 5 Stärke. Oh, Ringe hat der auch. Das ein, der Ring ist ganz gut. Den werde ich mir auch mal zulegen. So. Jetzt rede ich mal mit der Alten. Obwohl, komm, wenn du noch da unten bist. Ja, warte mal, welches Amulett hol ich mir denn? Intelligenz? Stärke hol ich mir. Hab ich noch nie gesehen, was hat der sonst noch? Nix. Das ist das erste Amulett, was ich hab, ne? Ich hab jetzt noch kein Amulett gehabt. Ich hab noch einen Geschicklichkeitsring. Ich glaube, dann kannst du eher was anfangen. Naja, ich glaube, den hast du mir schon mal gegeben, so einen. Ich hab einen plus 7 Stärke habe ich einen und dann einen seltenen Ring. Der hat plus 4 Geschicklichkeit, plus 9, plus 1, plus 7. Ich hab plus 7 Geschicklichkeit. Ja, aber sollen wir tauschen oder was? Plus 7 Stärke mit 7 Geschicklichkeit. Ne, brauche ich nicht. Schaff mir jetzt. Dann rede ich jetzt mit ihr. Ruhe. Ja. Da wären wir. Caldeum. Nimm. Das Juwel des Ostens. Nimm! Onkel Deckard hat diesen Ort geliebt. Das würde er jetzt nicht mehr. Da Caldeum nun unter Belials Bann liegt. Dem Herrn der Lügen. Ich kann seinen Gestank in der Luft riechen. Wir werden uns trennen müssen. Ihr zwei sucht nach Belial, während ich Magda aufspüre und sie für Kains Tod büßen lasse. Okay. Geht zum Bazar von Caldeum. Oh, da sind noch mal Händler. Hallo? Aha. Ah. Was bist du denn für eine? Schritt mit der. Woher kommen diese Flüchtlinge? Ich bin keine Wache. Ich bin Ashara, Kommandantin der Eisenwölfe. Wir haben diese Flüchtlinge vor Magdas dunklem Zirkel gerettet, der in diesem Augenblick Chaos und Verwüstung in den Grenzgebieten anrichtet. Meine Feindin. Die Götter haben mich zu euch geführt. Wo kann ich Magda finden? Sie ist auf dem Weg nach Alkanus, aber sie hat die Straße hinter sich blockiert. Es gibt allerdings noch einen anderen Weg. Durch den Außenposten von Kasim. Was ist jetzt mit dem Ring? Ich brauch den Ring nicht. Guck dir den doch wenigstens mal an. Ich brauch den aber nicht. Ach, Alter, geh mal weg da. All diese Menschen sind vor dem Zirkel in Alkanus gefunden. Komm, schlag ins Gesicht, ey, komm. Sie sind Flüchtlinge. Dreckskinder hier, komm, geht gehen weg. Sie nicht in die Stadt. Sie würde ihnen mehr Schutz bieten. Die kaiserliche Wache lässt niemanden hinein. Diese Menschen sind einem qualvollen Tod. Und den? Die Eisenwölfe waren einst Söldner. Was machst du? Bis wir den Zagarum-Priestern dabei geholfen, aus der Part, da kann man noch gerade noch labern. Für den ersten Kaiser Harkan. Aber wir haben so viel gemacht in dem Part. Wurden wir zur also ich verlange von dir, dass du zwei an diesem Tag hochlädst. Vor ein paar Monaten die ersten Flüchtlinge ankamen, wurde jedoch alles anders. Einen armen Abonnenten. Als wir in der Wüste gegen den dunklen Zirkel und deren Dämonen kämpften, wurde eine kaiserliche Wache gegründet, um die Bürger vor den Flüchtlingen. Gut, ich sag schon mal danke fürs Zuschauen. Ja, Kinder. Im nächsten Part wird mehr passieren, sonst fängt der Olli an zu heulen. Sag tschüss, Olli. Tschö. Bis dann, ciao.